Wo war der Grufteingang? Hier. Komm ich da rein? Ich glaube tatsächlich, wir sollten hier nachts herkommen. Ist bestimmt ein bisschen mehr los. Uff. Entstellter Leichnam und ein paar Fässer. Katze. Kitze, Katze, Kotze. Und ein Ghoul. Warte, den hauen wir mit der großen Schaufel aufs Maul. Lasst mich doch erstmal die Fässer auseinandernehmen. Ich brauche die Kohle, ich habe nämlich fast keine mehr. Mal wieder. Mehrere entstellte Leichname. Burn, motherfucker, burn. Also ruhig. So, Speicher nicht vergessen. Okay, hier ist eine Spur von entstellten Leichnamen. Mal gucken, wann mich eine Gruppe von denen angreift. Da ist eine alte Truhe. Dann würde ich erstmal da drüben rein. Das sind Grafeier. Ja, total. Das war effektiv. Reimunds Leichnam, wie Reimunds Leichnam. Kann ich speichern? Ja. Wieso sehe ich da Reimunds Leichnam? Nee, 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 du steckst nicht das Messer wieder weg. Bist du wahnsinnig? Gerald? Okay. Das... Raimund... Wie? Raimund ist tot. Warte mal. Warte mal. Wenn Raimund hier liegt... Was ist denn das? Ach, Knochen. Wenn Raimund hier liegt... Eingemauert, der ist ja bestimmt nicht erst gestern gestorben, ne? Ich werde mich als Privatdetektiv ausgeben und versuche so... Diamantstaub. Hinzugefügten Schaden. Verdächtiger Boxfleisch.
Unter der Oberfläche. Okay, ich bin jetzt maximal verwirrt. Wie sie mal vertraulich. Es ist nicht notwendig, die Autopsie durchzuführen. Ich weiß, dass sich Azar Javed als Raimund ausgibt. Ich werde zu ihm gehen und behaupten, dass die Autopsie nichts ergeben hat und sehen, was dann geschieht. Weißt du Bescheid? Es ist nicht der echte. Kann ich schon sagen, dass ich einen Beweis seiner Unschuld gefunden habe? Boxfleisch, unschuldig. Darf Azar nicht direkt konfrontieren, sondern muss bei einigen der fälschlich Beschuldigten Unterstützung suchen. Und das ist dieser Plot, mit dem ich jetzt nicht gerechnet habe. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass Raimund gar nicht Raimund ist. Und jetzt haben wir seine Leiche gefunden. Ich würde aber trotzdem noch die Autopsie machen. Ja, deswegen. Also ich hätte jetzt wirklich gedacht, so Kalkstein war mir dann irgendwie unoffensichtlich zu und dann zu offensichtlich, weil der... Halt, der Salamimandit hat seinen Namen gesagt, Kalkstein. Das war mir dann wieder zu offensichtlich, aber dann hätte ich vielleicht noch Boxfleisch, aber vielleicht war das auch ein Trick. Also ich hätte schon die beiden jetzt verdächtigt, Boxfleisch aber weniger und Kalkstein dafür mehr. Aber auf Raimund wäre ich ja nie gekommen. Ich meine, wir wurden ja von Siegfried an Raimund verwiesen. Das heißt aber auch, der Angriff auf Raimund, der war inszeniert. Weil Raimund ist hier schon länger tot. Würde ich behaupten. Der Angriff war dann auch inszeniert, aber genauso hätten die ja dann auch den Angriff auf Kalkstein inszenieren können. Ne? Nur bei Kalkstein ist es weniger planbar gewesen, weil woher wollten die wissen, wann ich an dieser Brücke vorbeikomme? Bei Raimund ging es besser, weil das war bei ihm zu Hause. Die haben da wahrscheinlich rumgesessen und gewartet, dass die Tür aufgeht. Und dann, als die Tür aufgeht, sind die aufgesprungen. Ja, ich mach dich alle, du Sau. Ne? Aber das habe ich nicht kommen sehen. Chapeau. Da muss ich sagen, ganz ehrlich, gut gemacht. Ist schon geil. Kann ich jetzt trotzdem die Autopsie noch machen? Ich meine, ich habe alles in die Wiege geleitet. Ja, können wir trotzdem noch machen. Das ist gut. Vorher möchte ich mich hier aber trotzdem noch zu Ende umgucken. Aber damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Also das ist gut gemacht. Sarkophag, alte Truhe, Steintruhe. Oh, oh, hier gibt es viel Zeug. Aber wahrscheinlich auch viele Gegner. Ja, das war jetzt tatsächlich was. Damit kannst du ja gar nicht rechnen, weil ich sag mal, Raimund ist ja mehr eine Zufallsbegegnung gewesen. Zudem wären wir im Leben nicht gekommen, wenn uns Siegfried da nicht hingeführt hätte. Was mich wiederum dann natürlich denken lässt, okay, vielleicht hat Siegfried auch noch was damit zu tun. Zwei Meteoritensteine, nice. Vielleicht hat Siegfried auch noch was damit zu tun, aber... Ah, das müsste ja von langer Hand geplant worden sein. Das heißt aber auch, Vincent müsste was damit zu tun haben. Weil durch die Gorgo sind wir ja erst in die Kanalisation gekommen und sind dann erst auf Siegfried getroffen, der uns dann wiederum an Raimund verwiesen hat. Das heißt, Vincent müsste auch was damit zu tun haben. Wenn Siegfried was damit zu tun hat, ne?
alles. Schwafel, okay. Okay, und hier ist schon mal Ende. Ich glaube aber, hier wartet noch ein Boss irgendwo. Jetzt ist die Frage natürlich, ist die Geschichte so verworren, dass das von langer Hand geplant war mit Vincent und Siegfried und Raimund? Oder, ich meine, woher sollte der sonst wissen, dass wir uns an Raimund wenden? Außer aus einem einem relativ offensichtlichen Grund. Außer aus dem offensichtlichen Grund, dass er Privatdetektiv ist. Wobei hier unten auch noch ein Ort der Macht sein mit Axi, ne? Mit meinem Headset. Gibt die ganze Zeit. Kann nicht schon wieder leer sein, das Ding. Und der Sound knistert. Irgendwas ist hier. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz. Mein Headset entstöpseln. So, jetzt geht's auch wieder. Ja, jetzt müsste ich wieder da sein, ne? Jetzt hört man mich, glaube ich, wieder. Ich musste einmal kurz die Sound Engine auf meinem Mischpult neu starten. Weil ich glaube, als ich mein Headset gerade rausgezogen habe, hat sich quasi die Sound Engine aufgehangen. Achso. Deswegen musste ich da einmal kurz neu starten, aber jetzt geht wieder. Zumindest, ja, müsste jetzt wieder gehen. So, wo lang jetzt? Ach, ist das doch nicht nur so. Okay, da hinten geht es nicht weiter. Das heißt, wir gehen erstmal dahin. Oh, warte, hier geht's doch weiter. Na, komm raus. Hier sind nur Fässer, okay. So. Wir folgen der Spur der Vernichtung. Nach nirgendwo. Fahr doch. Ein Aalghul, echt? Ja, als endlich. Naja. Ja. Ich finde in solchen Dungeons, also man kann sie, glaube ich, durchaus Dungeons nennen, da hätten die mal ruhig ein paar Bossgegner reinschmeißen sollen. Hat der Aalghul hier die Kerze angezündet, oder? Und dann ist hier noch nicht mal was. Doch, hier ist ein Skelett. Und das war's aber auch. Mehr ist hier nicht. Oh, hier habe ich noch ein Fass übersehen. Ach ne, da war eine Fackel drin. Ja. Haben wir alles, glaube ich, ne? Ja. Und jetzt stell mal vor, wir wären hier gar nicht runtergegangen, weil ich mir gedacht hätte, okay, wir kommen da gar nicht rein. Oder viel später erst. Dann hätten wir nie erfahren, dass Raimund eigentlich nicht mehr am Leben ist. So, jetzt ist eigentlich nur die Frage, was hat es mit dieser Rettung hier auf sich? Na, ich guck erstmal, kann ich da reingucken? Sieht aus wie ein Kampfplatz hier. Gut, hier müssen wir nachts wieder herkommen, wenn man. Oh, okay. Dann kann ich irgendwas opfern. Kann ich irgendwas reinopfern, aber ich hab nichts.
Also keine Ahnung, was ich hier reinopfern sollte. Und ansonsten ist hier eigentlich nicht mehr viel, ne? Da ist ein Fass. Den fasse ich mal an. Und da war schon das Inventar schon wieder voll. Die Quest ist aus. Die Dankbarkeit des Totengräbers. Und seinen Schlüssel zurückgeben. Will ich das? Mir wäre es lieber, es würde Bier regnen. Nee, ich will ehrlich gesagt, will ich nachts wiederkommen. Wir testen das einmal. 17:30. Da war ja leider kein Feuer zum Abbeten. Wir müssen jetzt den ganzen Weg nochmal laufen. Der Klingelbeutel sagt 3906. Leider nur. Also es fehlen immer noch 1000. Wenn wir so 4, 7, 4, 8 haben, dann kriege ich wieder ein paar Quests, wo ich ganz viel Geld ausgeben muss. Keine Sorge. Also wir werden diese Rüstung niemals erhalten, wie es aussieht. Seht ihr die Weibsen da an der Ecke? Ach ja, hätte ich doch nur Geld. Das Geld, was man findet, ist ehrlich gesagt nicht der Rede wert. Das ist alles nur Tropfen auf dem heißen Stein hier. So weit ist es schon gekommen. Ich würde ehrlich gesagt auch lieber alle Bücher kaufen, anstatt nur Rüstung, aber mir ist die Rüstung dann doch lieber. So. Dann wieder zurück. Überflüssiges Gefasel. Oh, halt dort dein Maul. Ewiges Feuer, erfülle mein Herz. Da rennt ein Ghoul rum. Wieso rennt hier ein Ghoul rum? Und warum machen die nichts, Alter? Du hast ihn doch gerade gesehen, oder hast du was ohne Augen? Schaden ist aber enorm gut jetzt mittlerweile. Das kann sich schon mal sehen lassen. Ah, da ist ja noch einer. Kurze Fix. Jetzt ihn, machst du heuer. Gleich zwei, die rumlungern. Und die. Der Orden der Flammenrose macht einfach nichts. So, jetzt muss ich aber nochmal speichern. bevor ich gleich drauf gehe. Vielleicht finden wir ja irgendwas, wenn wir hier jetzt ein paar Geister töten für dieses Rettungsdings. Okay, Ghoul. Nur der eine. Nö. Okay, jetzt lungen hier nach Ghoul rum. Ich habe aber eigentlich mit Geistern gerechnet. Hm. Kann ich jetzt irgendwas reinoperieren? Nö. Warte mal, ist das nicht das Gegenstand? Auch nicht. Vor allem von Raimund? Hätte ich doch eigentlich den letzten Stein kriegen müssen. Das ist ja sehr unspannend hier. Aber der Raimund hatte den Stein ja auch gar nicht in der Tasche. Also den muss dann ja... der hier Hyopai haben, ne? Der böse Magier. Oder der Professor, aber dann krieg ich den ja gar nicht.
einer. Aber wenn ich jetzt hier nachts ja mein Schwert ziehen kann, ne? Kann ich dann jetzt auch Hunde töten? Ich meine, ich brauche es nicht mehr. Das macht mir reines Interesse. So, was mich jetzt noch interessiert, ist Shani jetzt auch nachts da im Krankenhaus oder eher nicht so? Ich bin müde. Sie sagt ja, oh ja, sie ist hier, okay. So, dann machen wir mal Autopsie. Bereit für die Autopsie? Ja. Fangen wir an. Ein bisschen was weiß ich, ja. Volkszugehörigkeit Mensch, Geschlecht männlich, Verletzungen schwer. Shani, das ist hier kein Vorlesungssaal. Wie auch immer. Er starb gestern und wurde in Stücke gerissen. Ich glaube, man hätte das gleich schon wieder alle, Alter. Das piept schon wieder die ganze Zeit. Warte mal kurz. Oh ja, das blinkt. Hä? Ich habe das da aufgeladen. Was ist da los? Das ist ja merkwürdig. Moment mal. Ich guck mal ganz schnell. Wieso? Achso, da. Da. Moment. Geht gleich weiter. Ich will ja auch alles mitkriegen. Wäre blöd, wenn ich was erzähle und gerade in dem Moment mein Headset ausgeht, ne? Das wäre sehr ungünstig, möchte ich behaupten. Da wird geladen. Naja, leer war es jetzt nicht unbedingt. Aber wobei, ich glaube doch. Relativ. Okay. Ja, bei mir piept es ein bisschen. Ich habe aber auch einen Vogel. Im Headset anscheinend. Jetzt liegt hier wieder ein scheiß Kabel rum, ey. Bäh, ich hasse sowas. Überhaupt nicht mal. So, er wurde in Stücke gerissen, ja? Ein Werwolf? Es ist Vollmond. Würde er sich dann nicht in einen Lykanthropen verwandeln? Vermutlich. Geralt, ihr braucht mich nicht auf die Probe zu stellen. Ich bin ein Profi. Also weiter. Könnte ihm ein Mensch diese Verletzung zugefügt haben? Nur mit einem Kiefer von einer Elle Länge. Das Knochenmark wurde ausgesaugt. Müssen Aasfresser gewesen sein. Höchstwahrscheinlich. Es schleichen viele um den Friedhof herum. Also wurde er erst nach seinem Tod in Stücke gerissen. Mich interessiert die Todesursache. Ich sehe auch Stichwunden von einer 2 Finger breiten Klinge. Stichwunden also, ja? Äußerliche Zeichen sind nicht alles. Seine Nacken- und Handmuskeln wirken verkrampft. Woran erkennt ihr, wann er gestorben ist? Normalerweise kann ich das an Muskelstarre und Gewebedehydrierung abschätzen. Aber die Leichenstarre dauert schon zu lang an. Es heißt, erfolgreiche Autopsien beruhen auf Neugier. Sollen wir nachsehen? Untersuchen wir seine inneren Organe. Ich bitte darum. Wir werden alle sterben. Die Symptome sind merkwürdig. Genau wie die Todesursache. Diese Verletzungen sind zu offensichtlich. Ich vermute noch etwas anderes. Gift. Wenn ja, dann eine seltene Art. Vielleicht das Gebräu eines Alchemisten. Kalkstein? Aha. Die Leber ist komplett zirrhotisch. Das war offensichtlich ein starkes Gift. Das riecht nach Alchemie. Das war zu einfach. Das Leben kann manchmal einfach sein.
Seid ihr sicher, dass Gift die einzige Erklärung für die ungewöhnliche Leichenstarre ist? Die wahrscheinlichste Ursache. Ich habe das ungute Gefühl, dass mehr dahinter steckt. Wir können das letzte Mittel des Leichenbeschauers versuchen. Eine Öffnung des Schädels. Also er wurde abgestochen und vergiftet. Und in Stücke gerissen. Und sein Knochenmark wurde ausgesaugt. Die Öffnung des Schädels. Das ist immer ein Vergnügen. Seht ihr das hier im Gehirn? Larven der serikanischen Tsetse-Fliege. Aber wie kommen die da rein? Das ist Teil ihres Entwicklungszykluses. Wären wir in Serikanien, würde ich sagen, dass eine Fliege seine Nase hochgekrabbelt ist und Eier gelegt hat. Wir sind aber in Temerien. Unser Klima ist zu kalt und trocken für die Tsetse-Fliege. Selbst wenn jemand die Eier hierher gebracht hätte, wie kommen sie in seine Nase? Wie sehen diese Eier aus? Winzig, weiß, mehlartig. Oder Fistech. Geralt, ich gab ihm vor seinem Tod Fistech. Er litt schrecklich und wir haben keine anderen Schmerzmittel. Ich dachte, es sei ungefährlich. Woher habt ihr es? Von eurem Freund, dem Detektiv. Er sagte, es käme aus einer speziellen Lieferung. Raimund. Wir haben ein Problem. Er hat dem Fistech Eier beigemischt und kam in der Nacht her, um die restlichen Beweise zu fälschen. Das hört sich absolut nicht nach Raimund an. Mein Medaillon vibriert in letzter Zeit immer, wenn ich ihn sehe. Und Serikanien. Dort stammt Asa Javed her. Der echte Raimund weilt vielleicht gar nicht mehr unter uns. Aber ich habe ihn gestern gesehen. Asa nutzt eine Illusion. Er hat versucht, mich zu manipulieren. Hab Dank, Shani. Ohne euch wäre ich nie dahinter gekommen. Was werdet ihr jetzt tun? Ich rede zuerst mit Kalkstein. Er sollte mir helfen, mich vorzubereiten. Wir werden sterben. Okay, also ist Raimund doch noch nicht so lange tot. Als wir ihn das erste Mal getroffen haben, hat nämlich mein Medaillon nicht vibriert. Erst seitdem er quasi angegriffen wurde, vibriert das Medaillon in seiner Nähe. Wo ich ja dachte, dass oben vielleicht noch ein paar Feinde sind oder so. Aber nein. Es war einfach nicht mehr Raimund. Das heißt, wir haben am Anfang noch mit Raimund gesprochen und dann nicht mehr. Gut. Dann jetzt Inventar leer machen. Und bis zum nächsten Morgen warten. Dann müssen wir nur mit Boxfleisch und Kalkstein reden und sagen, dass sie unschuldig sind. Und den Friedhofsschlüssel, ne? Ja, mach du mal. Ich habe hier noch Pizza stehen von gestern. Aber nur noch zwei mickrige Stücke. Sobald ich Hunger habe, schaufel ich mir die auch hier nebenbei rein. Okay. Das ist natürlich pennen, das heißt, ich lege erstmal ab. Verdammt, macht was ihr wollt. So, die beiden kann ich behalten. Dann haben wir hier einen Zwarog-Rubenschein. Stärkt die Klinge vorübergehend mit Magie. Erhöht die Chance, den Gegner zu treffen und den zugefügten Schaden um 40% erhöhen. Die Chance auf einen kritischen Schlag um 5%. Okay, cool. Und? Was ist eine Ausbaustufe? Das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus hier mit unserem Stein. Wir könnten mal ein neues Schwert machen. Das weg. Das weg. Von hier. Unbekannter Trank. Mal wieder. Tafelwasser. Weg.